So, noch ein neues Splittermond-Video diesmal, denn am 17.03. ist Splittermond jenseits der Grenzen, die Feenwelten von Noragis rausgekommen. Und ich habe es dann erst am 18. gekriegt, aber ja, heute ist der 19. und ich habe auf jeden Fall einmal kurz Zeit, das zu zeigen, denn es ist noch eingeschweißt. Die anderen Bücher, ja, die wollte ich eigentlich auch schon anfangen, die noch ein bisschen liegen geblieben waren, Regelwerk und so. Aber wir haben halt gerade einen Maler im Haus und das ist ein bisschen schwierig, dann zwischendurch Zeit zu finden. Also es wird dann alles ein bisschen später werden. Ja, die Feenwelten von Lorakis. Also vom Cover her, es ist, na, doch, es ist hell genug draußen, glaube ich. Vom Cover her, mir fällt halt immer wieder bei Splittermond auf, wie sehr man, wie sehr es schon auch manchmal davon abhängt, dass man das alles auch mag. Also viele mögen ja dieses Babyblau nicht, ne? Was man ja dann hier eben alles ganz gut erkennen kann. Aber ich sag mal, ach so, 30 Euro kostet das Buch übrigens. Aber diese Abbildung, früher habe ich halt gedacht, ja, Manga-Style oder sowas, aber ja, diese Abbildung, die sind schon ein bisschen speziell, auch wenn sie zu fantastischen Welten irgendwie passen. Und ich meine, das ist ja hier auch ein Feenweltenbuch, ne? Da können die ganzen Viecher und Welten auch ein bisschen krasser aussehen. Ja, also ich finde es irgendwie noch so okay. Ich kann mich damit anfreunden, mit dem, sowohl mit dem Blau als auch mit diesen Darstellungen. Aber ich kann es durchaus verstehen, wenn manche Leute das alles ein bisschen zu krass finden. Na gut, ja, dann machen wir mal auf und gucken uns das Ding mal von innen an. Moment. So, auf jeden Fall riecht es ähnlich wie die anderen Splittermond-Bücher vom Druck her sozusagen, vom Farbdruck, aber nicht ganz genau gleich. So. Auch mal 2016. Oh, was ist das denn? Ah. Sozusagen eine David Bowie-Hommage. Okay. Da ist er gestorben. Gut. Das ist auch das erste Mal, dass es bei Splittermond drin ist. Sowas. Gut, Inhaltsverzeichnis sagt uns schon, dass wir mit ein bisschen was rechnen können. Vorwort gibt es halt wie immer. Oh, ist auch mittelmäßig lang. Und dann geht das halt los mit dem Feenkapitel. Okay. Wesen der Grenzen. Also da wird anscheinend erstmal ein bisschen was Allgemeines beschrieben. Natürlich gibt es so einleitende Fluff-Texte. Was über die räumlichen Grenzen wird gesagt. Okay. Elementare Grenzen, zivilisatorische. Dann haben wir hier noch in einem Kasten was über Wunsch und Wille. Okay, also wir sind gerade in diesem allgemeinen Feenkapitel, wo einfach ja erstmal alles Mögliche Allgemeine festgelegt wird. Dann haben wir hier ja noch ein Bildchen, wo ein Feenwesen eine junge Frau irgendwie in seine Welt entführt oder sowas. Optionale Eigenschaften. Da haben wir dann eine schöne Liste von optionalen Eigenschaften. Die geht auch hier noch sehr groß weiter. Sowas zum selber zusammenbauen finde ich ja einmal ganz schön. So, natürlich ganz wichtig, Pakte und Verträge. Okay, natürlich auch diese abergläubischen Dinge finden hier, denke ich mal, Platz. Ja, es ist schon ganz krass, irgendwie ein ganzes Buch darüber zu haben, weil bei DSA kannte man das bei DSA 4.1 ja nur aus dem Am großen Fluss Buch über ja, eine Region, wo dann eben auch Feenwälder und so waren. So, wie schließt man einen Pakt? Der Wille, okay. Dann was über die Formulierung und die Besiegelung.
Und dann gibt es hier beispielhafte Pakte an sich. Oder ja, was zumindest die Typisierung von Pakten angeht. So, wie man einen Pakt auch brechen kann, haben wir hier noch. Dann haben wir hier noch, das ist natürlich als Abenteuerelement und als Preis. Und dann kommen wir hier zum Kapitel oder Unterkapitel des sogenannten Glimmers. Das sind ja, glaube ich, diese verwirrenden Elemente in den Feenwelten, die man nicht immer durchschauen kann, soweit ich es verstanden habe. Und die muss man dann halt schon irgendwie mehr durchschauen können, ja. So, die Macht des Glimmers. Ach so, genau, dann haben wir hier diese Tabelle, eine Optionaltabelle, dass der Glimmer auch variieren kann. Ah, Moment. Ja, also gut, der Glimmer ist sowas wie sowas, was die wahre Gestalt auch verschleiert. Also hier steht ja sowas von wegen, das ist jetzt keine wirkliche Illusion, aber auch keine echte Verwandlung, irgendwas dazwischen. Da gibt es dann halt die erste Stufe und die zweite zwischen Traum und Wirklichkeit, die dritte Stufe der Täuscher. Da haben sie hier immer Besonderheiten. Glimmerbruch, okay. Das ist ja alles echt speziell. Der Glimmer eines Feenwesens. Dann haben wir noch Risse in der Maske und Blick hinter die Maske. Wie man den Glimmer dann bricht. Auswirkungen des Glimmerbruchs. Ah, und dann haben sie hier so eine schöne Tabelle. Über Einschränkungen und auch eine Tabelle noch über Wesenswandel. Das ist ja auch ganz nett. So. Ah, und dann gibt es den allgemeinen Umgebungsglimmer ja auch noch. Wo es dann heißt, die Feenwelt selbst verfügt halt auch darüber. So. Der kann auch theoretisch angreifen. Okay. Und dann Feen und Sterbliche. Okay, also dieses ganze Beziehungszeug kommt hier wahrscheinlich. Mittel zum Machtgewinn. Okay. Die Sterblichen als Beute oder dann die Unterhaltung. Ah, Feenblütige, das ist ja geil. Das könnte man vielleicht auch mal spielen. Genau, also Wechselberger. Mit einem netten Bild hier. Und dazu gibt es dann eben eine Regelmechanik. Das findet sich dann anscheinend im Anhang. So, Feen von Lorakis. Meine Fee, deine Fee. Okay. Gibt es anscheinend verschiedene dann. Natürlich. Gibt ja sowieso unendlich viele verschiedene. Und welche, die hier im Diesseits gestrandet sind, aus der magischen Welt. Also dazu muss man nochmal sagen, es gibt ja diese Sphären sozusagen. Es gibt ja einmal, also das Diesseits sozusagen, es gibt diese vier Ebenen, glaube ich. Dann gibt es eben diese magische Welt, also wo die Feenwesen sind. Und dann diese göttliche, die mystische Ebene heißt es, glaube ich, wo die Götter eben sind, diese ganzen vielen Götter. Und ja, das Geisterreich. So, was haben wir noch? Religion und was über Grenzenlosigkeit. Ja, das ist halt so globulenmäßig alles, ne? Wie bei DSA. Finstere Schatten und strahlendes Licht. Feen in Dragorea, also erstmal. Ah ja, jetzt wird das hier per Subkontinent aufgeschlüsselt, denke ich mal. Das ist ja auch ein echt schönes Bild. Feenmärkte. Okay, dann hier im Kasten noch was zu Feenmärkten. Von Nord nach Süd noch. Oh! Also es kommt hier dann erstmal ein nördliches Dragorea, dann noch was Elenia und das zentrale Dragorea angeht und natürlich noch das südliche Dragorea. Und dann kommen wir zu Reifjungfern und Waldkönige, Feen in den Frostlanden. Ah, das ist ja schön, dass es pro Region jetzt aufgeschlüsselt ist. So, der hohe Norden natürlich, Taiga in den Wäldern. Das ist natürlich mal wieder so ein spezielles Bild, ne? Ja, aber gut, muss ja auch mal sein. Und dann haben wir hier noch auf weiten Steppen. Und dann kommen wir zu Drachenschlangen und Torii, Feen in Takasado. Das ist ja mal cool. Das hat irgendwie Stil. So.
Ja, okay, im Reich des Phönix. Dann haben wir hier noch Fürstentümer der Südlande und Feen im Reich des Kranichs. Okay, Esmoda halt noch. So, und dann geht es noch um die Smaragdküste natürlich. So, kommt hier noch irgendwas Spezielles zwischendurch? Mal gucken. Oh, Moment mal. Was ist das denn hier? Na, okay, alles gut. Nichts passiert. War vom Druck nur wahrscheinlich ein bisschen aneinander gebackt. Aber nichts Schlimmes. Feenschlangen und Feuergeister. Ah, die Spiegelprinzessin, okay. Auch nochmal ein nettes Bildchen. So, und dann geht es eben nochmal um Zaubertiere und Fluchbringer, Feen in Arrakea. Also auch eine südliche Region, wo ganz viel Dschungel und so vorherrschen. Tempelanlagen, Pyramiden, Rausch im Traum. So, dann haben wir noch Macht und Kult. Ja. Freundschaft ist wichtig, sage ich nur. Okay, das ist ein bisschen. Na gut, ja, es geht vielleicht noch so. Dämmerwald ist ja, sind ja Feenwesen, ne? Marakatam und Gotor. Dann haben wir hier noch den Mahalu-Archipel und Nalugazar, diese Insel, wo nur Vögel und so sind. Djinnfürsten und Blutrichter. Feen in Paschanar. Okay. Auch wieder Übergänge. Dann haben wir hier natürlich eine Elementverbundenheit. Sagen Legenden, Farrukhan halt überhaupt. Und hier nochmal aufgeschlüsselt in Kernlande, Randgebiete und Feenkrieg im Dschungel. Okay, das Bild kennen wir ja auch schon aus dem Weltband, glaube ich. Dann haben wir hier noch die Suramakka, ist das die Wüste? Ja. Flammenlande und Auge von Tilvari. Ist das nicht dieser See? Naja. Wasserwelten und Feeninseln. Naja, Binnenmeerlande. Ja, also dazu kann man mal sagen, das sind halt diese Subkontinente einfach, ne? Wisst ihr ja bestimmt eigentlich auch schon. Da gibt es, glaube ich, diese, also Dragorea eben, ne? Das ist dann diese europäische Region. Arrakea und Smaragdküste sind eben so diese ganzen südlichen Regionen, die alle so dschungelmäßig, teils wüstenmäßig, Karibik, wassermäßig sind, vielleicht indisch auch noch, ein bisschen arabisch vielleicht auch. Naja, und auch richtig arabisch oder orientalisch ist auf jeden Fall, ja, arabisch auf jeden Fall ist dann nach Faroukan, also Pashanar sozusagen, und Takassadu ist dann dieses ganz Asiatische und die Frostlande halt als Norden und Binnenmeerregion ist dann im Prinzip nochmal sowas Mittelmeermäßiges. So, das Riesengrab haben wir noch, Kristallsee und bedeutende Feen im Binnenmeer. Ja, okay, Binnenmeerlande. So, und das war's mit den Regionen. Jetzt kommt jenseits der Grenzen das große Kapitel. Ordnung im ständigen Wandel. Oh, hier gibt es sogar mal einen Kasten über Designers Note. Das ist ja mal nett. Da wurde gerade in einem gewissen DSA-Forum sehr viel diskutiert, dass man mehr Designers Notes bräuchte. Zeitraumabsicht. Okay, Bedeutung der Orte. Dann dieses Bild, was wir schon von der Rückseite des Buches kennen. Zeitverlauf. Okay, also hier geht es jetzt einfach allgemein um die Feenwelten, wie die so beschaffen sind oder sein können. Wow, fetter Kasten. Feen, Tod und freier Wille. Sogar mit Anmerkungen zur Fortpflanzung und so weiter. Das ist ein fetter Kasten. So, Merkmale. Okay, es gibt also so eine Auffächerung. Elementare Merkmale, Landschaftsmerkmale, zeitliche, thematische, einzigartige, topologische. So, dann haben wir hier noch einen kleinen Kasten. Zauberzeug. Anmerkung zur topologischen Erklärung. Dann geht es hier nochmal um die Fremdartigkeit. Was haben wir hier noch? Wesenskern. Die Fremdartigkeit sogar noch in Regeln. Im Kasten. Ja, das ist gut. So, natürlich die Flora und Fauna. Und ein Netz aus Feenwelten. Gut, also die können sozusagen auch mit der spirituellen und der mystischen Ebene noch verbunden sein, wird da gesagt. Und dann geht es hier dann eben nochmal um die Übergänge, okay. Natur der Übergänge, Bedingungen.
Und dann gibt es anscheinend gewisse Artefakte, die hier irgendwas machen. Wir waren auch bis jetzt nur einmal in der Feenwelt in Spittermond und das war ziemlich abgefuckt. Oh, hier ist das Lesezeichen. Ich hatte schon gedacht, hier gibt es gar keins. Na, ja, okay. So ein standardblaues Lesezeichen, wie man es kennt. Auch wenn ich das Gefühl habe, das Blau hat sich verändert. Okay. Ist ja auch mal nett. Grenzflächen oder beispielhaft die Übergänge. Gut. Als Wasserfläche, als Steinkreis natürlich. Oder in Oasen oder Felsschluchten. Könnte man auch machen, ne? Das ist eine Fata Morgana, aber dann doch irgendwie ein Übergang ist in eine Feenwelt. Okay. Jetzt und ne Stimme. Dann noch Affinitäten zwischen dieses und Feenwelt. Was haben wir hier noch? Herrscher der Feenwelten. So, ah, hier gibt es einen Baukasten. Weg in die Anderswelt, einen Baukasten für Übergänge. Sowas wie Feuerschale oder sowas. Das ist ja auch mal ganz nett. Dann kann man hier noch die Eigenschaft auswürfeln. Natürlich immer mit W10. Dann haben wir hier noch was zu Bedingungen. Und was zum Zielort. Okay. Welt des Blutes und des Schmerzes. Und dann geht es nochmal um Reise und Orientierung. Da ist natürlich der Feensinn, also die Stärke Feensinn angesprochen, was noch Hilfsmittel sein können. Und natürlich gibt es dann Führer, weil viele Gnome können das ja ganz gut. Und dann überhaupt noch Pfade. Es gibt mindere Pfade, temporäre Pfade. Okay. Reiseregeln in Feenwelten. Okay. Ich mache ein schönes Bild. Reisegeschwindigkeit. Wandelbare Wege. Stabile Umgebung beeinflussen. Okay. Da kommt dann halt einiges. Gewaltmärsche wird auch noch drauf eingegangen. Rolle und Detailgrad. Wildnisführung. Fertigkeiten. Okay, die Tabelle gibt nochmal einen kleinen Aufschluss mit den bekanntesten Pfaden hier. Und was passiert? Genau, die Auswirkungen. So, dann noch natürlich, wie es mit Lagerplatzsuche und Versorgung ist. Was haben wir hier noch? Zonen. Okay, also das Reisen wird da auch durch Zonen abgehandelt. Ja, okay. So, dann das Unterkapitel Gefahren und Wunder. Heckenwind und Schellenspiel, Wandelbarkeit in den Feenwelten, okay. So, der Wandel als Spielelement haben wir dann hier noch als Kasten. Und okay, Umgebung der Wandelbarkeit. Also mit diesem Buch gehen sie echt schon ins Detail natürlich. Aber gut, man könnte ja von Spittermond auch nicht erwarten, dass es jetzt immer oberflächlich bleibt. Da haben sie hier einiges zu den ganzen beeinflussbaren Umgebungen. Und dazu dann auch noch entsprechend Tabellen. Das ist schon ordentlich. Wahrscheinlich gehen die auf der nächsten Seite noch weiter. Oh ja. Ja, das sieht schon ganz schön nach was aus. Kann man eben mit W10 wieder auswürfeln, was den Wandel angeht. Horror auch noch als Beschreibung. Das ist ja echt hier so ein richtiges Quellenbuch, du. Und in fetter Tabellenform sogar noch Horrorszenarien. Auch geil. So, Kombinationsvorschläge, Schlaf und Traum. Dann als neues Merkmal Traumfee, okay. Normale Träume, Feenträume, Regeln zu Träumen, kleine Traumkunde sogar noch. Boah, ist das viel. Beispielhafte Traumwelten im Kasten und optionale Magie in Feenwelten, okay. So, und dann haben wir hier noch eine Tabelle. Und dann mache ich mal hier einen Cut. Denn als nächstes kommen dann die Mondpfade. Gut.